Treehouse werden lassen, dann man kann es erklären. Aber natürlich, wo ist es denn gut? Der Pfarrer und sein Traktor. Ein unzertrennliches Geschwamm. Bis es der Tod sie schreit. Wird aus Schwaben gelegt. Fünf Jahre später setzt er sein Vorhaben in die Tat um. Ein Bekannter aus dem Dorf verkauft ihm den Fehler im 1973 für 1600 Euro. Die Schwaben ist allerdings erfüllungsbedürftig. Man muss halt wissen, was man tut, der wohl nicht weiß, der findet aber nicht. Man muss halt den Bulldog so sein. Weil die Dinge nicht mehr von anderen. Max ist sein bester Kumpel. Vom Kauf erfährt er erst, als der Hehler schon in der Scheune steht. Klar ist, Max muss helfen, den Traktor in Stand zu setzen. Und sie haben es geschafft. Toll sieht er jetzt aus. Aber nicht nur die Optik, auch der Name spielt für den 18-Jährigen eine wichtige Rolle. Lenz, ich halte schon der Name bereits. Und über den ist der Hela schon so mancher Schlepperfreund gestorben. Hela, das steht für Hermann Lenz, den Firmengründer aus Aulendorf. Und damit wird dieser Lenz auch immer wieder verwechselt mit dem Heinrich Lenz Bulldog aus Mannheim. Die beiden Traktoren-Pioniere waren zwar Cousins dritten Grades, kannten sich aber kaum. Auf Drängen der Familie aus Mannheim wurde der Firmenname Hermann Lenz Aulendorf in Hela geändert. Erst vor ein paar Tagen ist er.